Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zur Let's Play Hogwarts Legacy. Wir sollen mit Deke sprechen. Apropos Deke, wo ist denn der überhaupt hin? Über uns. Soll man nicht, hä? Warte mal, ich muss aber Deke markieren. Ja, schön, dass ihr wieder am Start seid, jedenfalls. Was ist denn? Warte mal, warte. Also Deke ist über uns, ne? Laut. Warte mal, ich muss mich mal. Es ist dunkel, das ist schwierig, gerade Dinge zu finden. Ach, ich weiß, wo wir sind. Wir sind nicht im Raum der Wünsche. Sondern der Krypta. So, warte mal. Unterrichts Zauberkunst. Wir müssen mal kurz irgendwo in einen Raum wechseln. Ja, wir müssen eigentlich noch die Dings suchen. Die Demigeises. Aber es ist leider hell momentan draußen. Also können wir momentan nichts. Wir müssen mal gucken, wenn wir dann wieder im Dunkeln sind, dass wir unsere Suche fortführen. Wir haben jetzt 2 von 9. Lumos. Weil wir zusammen 9 brauchen. Hallo, Peace. Wir brauchen, also 2 von 9 haben wir, aber 9 brauchen wir. Um die 2 Stufen von Alohomora frei zu bekommen, um damit alle Türen öffnen zu können. Was gar nicht mal so praktisch ist. Sie zu sehen. Deke ist neulich dieser Sack im Raum aufgefallen. Sie brauchen ihn sicher für ihre Schulaufgaben. Deke hat sowas schon mal gesehen. Deke nennt es einen Schnappsack. Bedef? Wo soll... Perfekt zum Sammeln und Transportieren von Tierwesen. Angenehme Brise. Ich habe über etwas nachgedacht, das Professor Howe in dem Tierwesenunterricht gesagt hat. Dass ich in meiner Freizeit möglichst viele Wesen studieren sollte. Sie meinte auch, dass es hier Wilderer gibt. Wenn ich so drüber nachdenke, sind die Tierwesen vielleicht bei uns besser aufgehoben als allein hier draußen. Denselben Gedanken hatte Deke auch. Sehen Sie, der Raum wusste genau, was sie brauchen. Und zum Glück kann Ihnen Deke zeigen, wie und wo man den Schnappsack am besten nutzt. Kommen Sie mit. Unser erster Halt ist das Burggelände. Wir können jetzt gehen oder Sie wenden sich später an Deke, wenn Sie bereit sind. Jetzt. Ich möchte mehr über den Schnappsack wissen. Ich möchte mehr über den Schnappsack wissen. Perfekt. Deke liebt Ausflüge. Es war eine dunkle Zeit in Deeks Leben. Deke diente dem grausamsten Zauberer, den er je kannte. Voldemort? Ein schlimmer Wilderer. Deke hasste es, für ihn zu arbeiten. Hat hübschen Wesen Schlimmes angetan. In dieser Zeit sah Deke zum ersten Mal einen Schnappsack. Schön, wenn er einmal für gute Zwecke eingesetzt wird. So. Knuddelmuff? Ein Knuddelmuff! Auch wie süß. Wir sind da. Deke liebt es, die Wesen hier zu beobachten. Besonders die Gruppe Knuddelmuffs in der Nähe. Es ist schön, wenn sie sicher sind. Gehen Sie nur nahe genug heran, richten Sie den offenen Schnappsack auf den Knuddelmuff und drin ist er. Alles klar. Ha, jetzt bist du wie Pokémon Fangi, wa? Neugierig freigeschaltet. Ein Schnappsack. So. Klar, wir müssen jetzt den Schnappsack natürlich erstmal frei, Zauber, ne?
So, warte mal. Rette ein Knuddelmuff. Komm her jetzt hier. Bleib ganz ruhig. Ich werde dir nichts tun. Müssen gerade mal gucken. Habe ich denn jetzt? Hallo, Dick. Wie benutze ich vielleicht den Schnappsack? Nähern Sie sich dem Tierwesen, das Sie retten wollen. Dann richten Sie die Öffnung des Sacks auf das Wesen und öffnen ihn. Es sollte dann hineingehen. Wie gesagt, das ist ein bisschen wie Pokémon fangen. Hab's. Cool, Markus ist die Wesen gerettet. Ich konnte einen Knuddelmuff retten. Sie können so viele retten, wie der Schnappsack fassen kann. Wilderer fangen Knuddelmuffs und... Nun, Dick weiß nicht, was sie mit ihnen anstellen. Dick ist überzeugt, dass sie bei ihnen sicherer sind. Nicht alle Tierwesen lassen sich so leicht retten wie ein Knuddelmuff. Dick empfiehlt nun ein Tierwesen, das fliegen kann. Ein Jobberneu vielleicht? Na schön. Wo finde ich einen? Dick weiß von einigen der Art westlich von hier in einem großen Baum mit Blick auf Hogwarts. Aber wir müssen vorsichtig sein. Dick hat kürzlich auch Wilderer dort gesehen. Dick wird sie dort treffen, wenn sie bereit sind. Tschüss. So, wo müssen wir jetzt hin? Ach, hier vorne. Okay, wir fliegen einfach dahin. Wir haben ja unser Wesen dafür. Das ist schon gut, wenn man Kohle, also gerade Anführungszeichen weite Strecken auf jeden Fall mit dem Besen angehen kann. Wie gesagt, ich weiß aber, ich glaube nicht, dass das ein 100% Let's Play wird. Glaube ich ja weniger. Aber wir haben noch ein bisschen was zu entdecken. Hallo, Dick. Hallo, Dick. Machen wir weiter? Ja, gut. Dick hatte schon Sorge, dass sie einen Wilderer erwischt haben könnte. Vielleicht sollten wir uns sputen. Die Jobberknolle sind gleich hier, in dem großen Baum. Dick hat mal gesehen, wie fliegende Tierwesen mit Livioso verlangsamt wurden. So kann man den Schnappsack leichter einsetzen. Ich versuche mal ihn zu retten. Dann rette ich mal einen Jobberknoll. Viel Glück. Dick wird hier warten. So, ich muss mal kurz mein Moveset Livioso Accio Depulso Livioso, da. So, dann probieren wir mal Livioso auf ein Jobberknoll zu retten. Da ist einer. Komm her jetzt hier. Sogar beim ersten Mal direkt eins gekriegt. Das hat wunderbar funktioniert. Wir haben eins gefangen. Oh, ich wollte mich jetzt nicht runterrollen. Ich habe einen Jobberknoll gerettet. Dick hofft, dass ihr Jobberknoll den Schnappsack behaglich findet. Wilderer wollen ihn für seine Federn und sind nicht zimperlich beim Sammeln. Gibt es hier noch andere Tierwesen? Dick weiß nur von einer Sorte. Eine Herde Mondkälber auf einer Lichtung am Ende dieses Pfades hier. Okay. Dick trifft sie dort. Ah, wir sollen jetzt Mondkälber fangen. Ah, dann mal, was ist das jetzt? Ach, das sind nur 100. So, dann fliegen wir da mal kurz rüber. Die Frage ist, kriegen wir? Ah,
Warte. Mondkernbau. Da ist der gute Dick. Hallo, Dick. Ist das die Lichtung, die du meintest? Ja. Die Mondkälber versammeln sich am großen Baum mit dem Spiralmuster, aber nur unter dem Licht des Mondes. Wenn sie also nicht zufällig eine Methode kennen, um die Zeit zu beschleunigen, dann müssen sie wohl bis Anbruch der Nacht warten, um sie zu sehen. Dann retten wir mal ein Not. Wohl mal ein Mondkalb. Dick wartet auf ihre Rückkehr. So. Ah, ich kann die Zeit davor. Okay, dann könnten wir tatsächlich schauen, dass wir irgendwann mal, dass wir noch in Hogsmeade die Dinger suchen. Also auf die Karte gehen und R3 drücken. Ja. Ich habe schon gesehen, dass die da vorne sind. Jetzt ist alles gut. Supi. Es war schwieriger als gedacht, aber ich habe jetzt einen Mondkalb. Noch ein Wesen, heil und unversehrt. Schade, dass wir die Mondkälber nicht tanzen sehen haben. Es ist traumhaft. Die schätzt, dass sie hier fertig sind. Bald können sie noch mehr Tierwesen retten. Doch lassen sie uns zuerst diese hier zurück zum Raum bringen. Na gut. Dick wird sie im Raum antreffen, wann immer sie bereit sind. Das machen wir doch jetzt. So, immer zurück zum Raum der Wünsche. Mondkalb brauchen wir mal, das müssen wir nicht hin. Karte von Hogwarts. Also Hogwarts. Geheimräume. Und Raum der Wünsche. Na gut, hätte ich das vorher gewusst. Ich das, Die Kinder, sie sollten stolz auf. Da sind sie ja. Jetzt zeigen wir den geretteten Tierwesen ihr neues Zuhause. Aber, hier ist nicht genug Platz für sie. Man stelle sich nur vor, wie sie hier herumwüten. Das geht gar nicht. Käfig bauen? Wenn sie sich darauf konzentrieren, was die Wesen brauchen, hilft ihnen der Raum. An was genau hatten sie gedacht? Sie haben es geschafft. Aber was ist es? Das weiß Dick nicht. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Wir treffen uns drin, wenn Sie bereit sind. Okay. Triff dich mit Dick in dem neu geschaffenen Bereich. Machen wir das doch glatt. Oh, wie cool. Unglaublich. So eine Parallelwelt. Es sieht aus wie eine Heimat für ihre Tierwesen, eine Art Tiergehege. Ihre Tierwesen werden hier behaglich leben, gesund und behütet.
Vielleicht möchten Sie sie freilassen, ihnen ihr neues Heim zeigen. Natürlich. Machen wir das doch glatt mal. Oh, wie cool. Die glaubt, das Gehege wird ein schönes neues Heim für ihre Tierwesen. Allerdings. Ich hoffe nur, wir haben genug Platz für alle. Das hofft Deke auch. Falls der Platz aber doch knapp wird, hilft ihnen Madame Peck bei Schnabel und Wut in Hogsmeade, ein sicheres Heim für sie zu finden. Gibt es Wesen, die nicht in den Raum passen? Ja. Sie ist dafür bekannt, dass sie sich um Tierwesen in Not kümmert. Und sie bietet dafür einen guten Preis. Apropos kümmern. Tierwesen, die gut gefüttert und gepflegt werden, liefern wertvolle magische Materialien wie Knuddelmuffhaare. Wenn Sie magische Materialien von Ihren Tierwesen sammeln, zeigt Deke Ihnen, wie Sie sie verwenden. Sehr gut. Ich sage Bescheid, wenn ich welche habe. Gut. So. Voll cool. So, nehmen wir mal die Bürste. Hervorragend. So. Komm, gib mir deine Feder. Ach so, Fütterung Würste, natürlich, wir müssen sie auch noch fürs füttern. Ja, komm her. Ich finde das Viech irgendwie voll süß. Ist ein weibliches. Guck, wie sich das beobachtet, wie mich beobachtet. Halt, was brauchen wir jetzt? Also, hier wird es immer nicht so mit toll. Agieren bereit. Auch du kriegst natürlich was zu essen. Und wir sammeln eine Feder. So, jetzt brauchen wir nur noch das. Knuddelmuff. Aber meine blöde Frage, wo ist denn das? Da hinten, oder? Sehe ich das richtig? Ja, da ist es. Hey, kleine Maus. Kleiner Mann. Warte, ich stelle das Viech Muffi. Irgendwie habe ich keinen Bock auf Muffi. Kann ich das jetzt frei? Darf ich das nicht? Ne? Ja. Ich nenne es einfach jetzt Muffi. Das ist mein Muffi. Das ist Muffi. Ich schläfe sogar jetzt. Hey, Muffi, nicht frei! Hallo? Du kriegst natürlich jetzt auch noch was zu essen, ne? So, wir haben Knuddelmuffhaar. 3 Stück insgesamt. Dann rüber mal zu Deke. Ich
Ich wundere, dass hier keine anderen, da hier reinpassen. So, hallo Deek. Ich habe magische Materialien gesammelt, Deek. Deek kann Ihnen zeigen, wie Sie sie anwenden. Mit dieser Zauberanweisung müssen Sie einen verzauberten Webstuhl beschwören. Einen verzauberten Webstuhl? Ganz recht. Damit können Sie magische Materialien nutzen und in jede Faser Ihrer Kleidung Magie einweben. Dadurch wird sie auf verschiedenste Weise nützlicher. Versuchen Sie es doch mal. Deek glaubt, Sie werden vom Ergebnis begeistert sein. Dann probiere ich jetzt den Webstuhl aus. So, Sammlung aktualisiert, verzauberter Webstuhl. Sammlung aktualisiert, verbrennen. So, beschwöre einen verzauberten, war das jetzt nochmal? Warte mal. So, warte mal. Verwandlung. Der Beschwörungszauber, den wollte ich haben. So, den Webstuhl, hat er gesagt. Warte. So, Webstuhl interagieren. So, Verbesserungen anzeigen. Ausrüstung verbessern. Machen wir doch mal. Nochmal rein. Jetzt haben wir noch ein bisschen Offensive dazu. Wir ballern einfach mal. Alle guten Dinge sind drei. So, das ist alles jetzt. Ich hoffe, das sind jetzt die Handschuhe gewesen, die ich jetzt gerade drin habe. Ja. Sind es die silberne Halbglasbrille? Jetzt muss ich gucken. Kann ich doch die silberne Halbglasbrille was machen? Ja, nehmen wir mit. So, jetzt müssen wir gerade gucken. Ausrüstung. Die Handschuhe habe ich ja schon. Die sind hervorragend mittlerweile. Diese über der Abgaspolatia, hat ja der Hexehut in Indigo. Mit Hemd und Krawatte. Wie kann ich schon davon mit Hemd und Krawatte? Wow, hat aber zumindest jetzt erstmal alles. Füge dem Kleidungsstück eine Eigenschaft hinzu. Aber ich mache die Handschuhe. Eigenschaften beantragen. Wird das Schaden mit Incendio? Das machen wir doch mal glatt. Incendio nutze ich ja meistens sowieso, das heißt, wir haben erhöht Schaden. So, deutlich erhöhter Schaden gegen verfluchte Ziele. Auch das nehmen wir mit dazu. Ha. Warte mal, hier kann ich auch noch eine Eigenschaft dran setzen. Wenn ich da irgendwas habe in die Richtung. Kann man nochmal ein bisschen. Auch hier nehmen wir nochmal mit dazu.
Also wir haben jetzt drei. Das kann sich sehen lassen. Das sollte ich dir zeigen. Ich habe jetzt drei Sachen dabei, wo das Feuer erhöht wird. So. Ich habe den Webstuhl benutzt, wie wunderbar. Kann ich mit dem Webstuhl auch noch stärkere Magie in meine Kleidung einweben? Ja, indem sie noch mächtigere Tierwesen retten. Okay. Aber jetzt rät Diek ihnen, sich ihr Tiergehege anzusehen und die Tierwesen kennenzulernen, die sie schon gerettet haben. Danke. Danke für deine Hilfe, Diek. So, Auftrag abgeschlossen. Der Schnappsack und der Webstuhl. Gut, das haben wir abgeschlossen. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Und dann gucken wir mal, was als nächstes so ansteht. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play. Bei den Ruinen von Schloss Falbert. Nach Einbruch der Nacht. Erzähl es niemandem. Ja, dann schauen wir mal. Ne? Wir sehen uns dann wieder. Ich freue mich, wenn ihr einschalten würdet. Hier bei Let's Play Hogwarts Legacy.